Heute zeige ich euch mal, wie ich den Hasi, also Designer, für die Verfassungsprüfung hübsch mache. Ich habe ihn natürlich nicht eingeflochten, aber es gehört ja noch sehr viel mehr dazu, als das Pferd nur einzuflechten. Der Schweif ist nicht schlecht, aber auch nicht mega schön. Und für die Verfassungsprüfung und auch für die Dressur bekommt der Hasi eine Perücke. Der Schweif ist natürlich vorher schön gewaschen. Ich nehme zwei Gummibänder. Schwarz natürlich, damit man das am wenigsten sieht. Gehe ans Ende der Schweifrübe. Suche mir da eine Strähne heraus und fange an zu flechten, weil die Perücke natürlich nicht ganz so lang ist wie der gesamte Schweif. Aber es sieht einfach nachher unheimlich schön aus, wenn das Pferd trabt, wenn der Schweif etwas dicker ist. Ich bin jetzt nicht der große Künstler, um oben zu flechten, aber habe das Glück, dass ich eigentlich immer eine sehr gute Pflegerin dabei habe, wobei ich den unteren Teil wie diesen hier eigentlich immer selber mache, weil ich auch ein bisschen abergläubisch bin. Dann schaue ich, was von der Länge her passt. Ich muss also noch ein bisschen tiefer, weil im Endeffekt will ich die Dicke nachher auch nur unten haben. So, dann nehme ich eine einzelne Strähne dieser drei, zwiebel die so ein bisschen. Hier sieht man, hat man eine Schlaufe. Das kommt dann durch die Schlaufe. Die Haare einmal durchgezogen und flechte dann weiter runter. So, jetzt müsste das Ganze eigentlich fest genug sein. Dann kommt das Gummiband rein. Ein paar Mal durchgezogen, damit es auch wirklich hält und nicht während der Prüfung verloren geht. So, dann wird das andere Haar drumrum drapiert. Jetzt sieht man also, er ist ein bisschen lang, der Schweif. Ich würde also jetzt seinen echten Schweif ein bisschen kürzen. Und das sieht doch gleich schon nach mehr aus, oder? Als nächstes mache ich also seine Füße noch mal etwas weißer. Ich habe die natürlich schon einmal gründlich gewaschen, aber ich nehme immer zusätzlich ganz gerne noch ein bisschen Kreide, weil so die ganz gelben Flecken, die so ein bisschen hartnäckig sind, kriegt man dann auch nicht immer raus. Egal wie gründlich ich wasche. Und das ist also ein Kreideprodukt, was also auch der Haut definitiv keinen Schaden macht. Und bekomme also dann das Weiß der Beine noch mal ein bisschen weißer. Und es wird im Grunde genommen einfach nur gegen den Strich einmassiert, so ein bisschen nach unten gebürstet. Und das Ganze ist noch mal weißer als weiß. Und selbst die letzten kleinen gelben Stellen sind verschwunden. So, last but not least, Nagellack. Nicht wirklich, aber es ist spezieller Lack für die Hufe, damit das Ganze also wirklich dann auch noch für den Wetcheck wunderschön glänzt und auch glänzend bleibt. Bei Öl hat man ja dann schnell, dass der Sand oder Gras oder was auch immer drauf kleben bleibt. Das ist also hierbei nicht der Fall, sondern das ist schon fast wie Nagellack. Und da er hinten ja sehr viel Weiß in den Füßen, an den Füßen hat, nehme ich natürlich eine klare Farbe für die weißen Füße. Und für vorne haben wir das Ganze dann in Schwarz. Da kann man es jetzt auch noch mal ein bisschen deutlicher sehen, weil das ist dann wirklich richtig schwarz. Ich könnte also rein theoretisch auch einen weißen Huf damit schwarz machen, aber das mache ich nicht so gerne, weil er hat hinten weiße Füße und dann finde ich, kann man das auch sehen. Aber man kann eben jede kleine Ecke damit schwarz machen und das hält auch ein bisschen. Ich brauche also keine Angst zu haben, dass es vor der Dressur abgeht und dann nicht mehr so schön aussieht. So. Das waren jetzt Bettinas Beauty-Tipps für den Wetcheck.